Hallo Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um die 7 Ps im Marketing, nämlich im Dienstleistungsmarketing, das ja durch immaterielle Vorgänge gekennzeichnet ist. Und Dienstleistungen kann man nicht lagern. Das heißt, die Produktion und der Konsum einer Dienstleistung erfolgt zur gleichen Zeit. Wir sprechen also hier über 7 Ps, nicht über die klassischen 4. Es kommen 3 weitere hinzu. Und da möchte ich auch den Schwerpunkt legen. Sie kennen vielleicht meine Dreieckstruktur im Marketing. Hier unten ist die Wurzel, der zentrale Gedanke, der da heißt Denken im Kopf des Kunden. Und irgendwann, wir arbeiten uns hier von unten, von der Wurzel weiter in die Details, sozusagen zu den Ästen, zu den Zweigen, zu den Blättern und zu den Maserungen der Blätter. Irgendwann kommen wir auf die Ebene der Instrumente, sind also im operativen Marketing, während wir hier unten im strategischen Marketing sind. Und auf dieser Ebene der Instrumente begegnen uns die klassischen 4 Ps für das produktorientierte Marketing, beziehungsweise 7 Ps im Dienstleistungsmarketing. Und ich möchte den Schwerpunkt legen auf die 3 Ps, die hinzukommen hier. Also, Product, Price, Place, Promotion sind die klassischen 4 Ps, die ich vielfach erklärt habe. Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Place, Kommunikationspolitik, Promotion. Der Schwerpunkt dieses Videos sind die 3 weiteren. People, Process und Physical Facilities. Da liegt unser Schwerpunkt bei diesen 3 weiteren Ps, die in der Dienstleistung hinzukommen, die den Schwerpunkt bilden, damit die Dienstleistung am Markt erfolgreich ist. Also 3 Ps. Und das sind natürlich auch wieder Abkürzungen. Das erste P steht für People. Das zweite P steht für Process. Und das dritte P steht für Physical Facilities. So, was bedeutet das auf Deutsch? People heißt, im Dienstleistungsmarketing spielen die Menschen eine ganz zentrale Rolle. Dienstleistungen haben oft etwas sehr Persönliches. Denken Sie an den Zahnarzt, denken Sie an den Friseur. Das sind alles, oder an die Kosmetikerin. Das sind alles sehr persönliche Dienstleistungen und Menschen lassen nicht jeden an ihre Zähne, nicht jeden an ihre Haare und so weiter und so weiter. Das heißt, im Schönheitssalon wird man auch immer gefragt, zu wem man möchte. Beim Friseur haben die allermeisten Menschen eine bestimmte Präferenz. Möchten ihre Haare von einem bestimmten Angestellten in diesem Friseursalon geschnitten haben, genauso wie beim Zahnarzt. Ja, also die Menschen, die die Dienstleistung erbringen, spielen eine ganz zentrale Rolle. Und diese Menschen müssen mit anderen Menschen umgehen können. Fachkompetenz allein reicht hier sicher nicht aus. Dann haben wir Process, das ist der Prozess bzw. der Ablauf. Prozess ist ja in der Betriebswirtschaft nichts anderes als ein moderneres Wort für den Ablauf. Ein Dienstleistungsunternehmen muss also besonderen Wert darauf legen, seine Abläufe gut zu organisieren, sodass der Kunde sehr schnell und fehlerlos sein Resultat bekommt. Denken Sie hier an eine Anwaltskanzlei. Ja, der Kunde kommt zum Anwalt, heißt da Mandant, trägt sein Problem vor und der Anwalt diktiert etwas, diktiert einen Schriftsatz. Ja, das ist ein ganz üblicher Ablauf in einer Anwaltskanzlei. Jetzt muss sichergestellt werden, dass dieses Band, das, was der Anwalt oder die Anwältin dort diktiert hat,
runtergeschrieben wird, dass das Ganze verschickt wird an den Mandanten. Das ist ein Ablauf. Und dieser Ablauf muss funktionieren, muss schnell und fehlerlos sein. Stellen Sie sich vor, dieser Schriftsatz geht an ganz jemand anderen. Ja, Fehler im Ablauf können hier die Qualität der Dienstleistung erheblich beeinflussen. Ja, also eine gute Dienstleistung funktioniert auf der Basis von gut organisierten Abläufen, moderner gesagt, gut organisierten Prozessen. Und das dritte, Physical Facilities, das ist nichts anderes als die Räumlichkeiten. Die Räumlichkeiten, die mit der Dienstleistung ganz automatisch verbunden sind. Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Zahnarztpraxis, stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Anwaltskanzlei, stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Praxis eines normalen, also nicht Zahnarzt, sondern eines anderen Arztes, dann sind damit verbunden bestimmte Erwartungen. Und da gibt es Faktoren, die die Qualität der Dienstleistung mittelbar beeinflussen, obwohl die Menschen dort freundlich sind, obwohl die Abläufe gut organisiert sind. Aber stellen Sie sich vor, da wartet jemand im Wartezimmer, muss auf die Toilette und die Toilette ist nicht sauber. Ja, das sind so Sachen, die im Zusammenhang mit einer Dienstleistung eine große, große Rolle spielen, also die Räumlichkeiten, die mit der Dienstleistung verbunden sind. Der Massagesalon, der Schönheitssalon, der Friseursalon, die Anwaltskanzlei, die Arztpraxis, beim Notar die Kanzlei, was immer. Hier müssen bestimmte Dinge geboten werden, beziehungsweise bestimmte Dinge sollten möglichst nicht vorkommen, wie ich sie gerade beschrieben habe, damit die Dienstleistung als eine Dienstleistung guter Qualität wahrgenommen wird. Okay, das sind die drei weiteren Ps, People, Process, Physical Facilities, die im Dienstleistungsmarketing hinzukommen und eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.